Hi Phil! Hallihallo. Hallo! Es sind voll viele bekannte Gesichter jetzt heute hier als Teilnehmer. Ganz Ja, mega. freundlich Sehr schön. Tobi, Markus, jawohl. dabei. Ja, genau, voll viele dabei. Richtig cool. Wie geht's dir? Gut, danke. Wie geht's dir? Ja, auch gut soweit. Ein bisschen langweilig im Moment, aber naja. Echt? Nee, langweilig ist mir nicht, muss ich sagen. Aber ja, alles gut. Ja, den musst du auf jeden Fall sofort erzählen. Aber bevor wir anfangen, wir haben bestimmt auch vielleicht ein paar Leute dabei, die noch nicht so ganz genau wissen, was eigentlich die Trainings-Community Base 5 ist und wer du eigentlich bist. Magst du dich erstmal kurz vorstellen und erklären, was ihr macht? Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz erstmal zu mir. Ich bin der Phil, komme ursprünglich aus Baunatal. Bin nach dem Abi zum Studieren nach Innsbruck gegangen, zum Sportstudieren. Und leider. Und wir haben uns. Bitte? Und leider nie wiedergekommen. Leider nie wiedergekommen, ne, genau. Heißt nicht, dass ich Baunatal oder Kassel nicht mag, aber Innsbruck ist einfach sehr, sehr schön und wir haben uns hier eine tolle Base aufgebaut. Wir haben uns während dem Studium selbstständig gemacht. Wir sind die Tammy, meine Freundin und ich. Haben die Base mittlerweile vor 5,5 Jahren gegründet, mit dem Ziel, eine Trainingslocation zu schaffen, wo sich Leute kennenlernen, gemeinsam Sport machen. Ja, einfach eine Community aufzubauen. Das war schon immer so der Grundgedanke und der Grundansatz. Mittlerweile ist der Kri, schaut auch zu, glaube ich, Christopher Schreck, mit an Bord als Inhaber. Und genau, wir haben uns eigentlich dazu entwickelt, dass wir mittlerweile zwei Filialen haben, eine in Innsbruck, eine in Völs, bieten funktionelles Training an, Trainingstherapie, Physiotherapie und die Community steht immer noch als wichtigster Punkt ganz in der Mitte, die wichtigste Säule, und hat sich ja wahnsinnig toll entwickelt, und das hat uns das letzte Jahr auch bewiesen, wie toll sich das eigentlich entwickelt hat. Ja, sau cool. Ich war ja, glaube ich, auch schon, oh, ich weiß gar nicht, drei oder viermal auf jeden Fall da. Und eine Frage kam auf jeden Fall heute, ich glaube, achtmal habe ich gezählt. Und zwar, wann die Base endlich nach Kassel kommt. Oh, yeah. Ja, also ich bin nicht abgeneigt, muss ich sagen. Das ist auch so eins meiner Träume, um zu wissen, ob das Ganze wirklich richtig cool ist. Wenn es in Kassel funktioniert, in Baunatal funktioniert, dann bin ich mir sicher, dass wir ja, dass wir viel geschafft haben. Und das wäre schon mein Traum, gerade weil es so viele immer sagen, die Möglichkeit dort zu schaffen. Also habe ich definitiv. Okay, perfekt. Das sind gute Nachrichten. Das freut mich sehr zu hören. Hörst du mich? Gerade bist du für mich leise. Geht bestimmt gleich wieder. Jetzt höre ich, glaube ich. Jetzt wieder Ja, genau, ja. sehr cool. Perfekt. Genau, ich sagte gerade, sind auf jeden Fall gute Nachrichten schon mal für alle, die die Frage gestellt haben. Erzähl mal genau, also ich kenne das Konzept ja auch ein bisschen, weil ich schon ein paar Mal beim Training bei euch war. Und ihr lebt ja beim Training, so wie ich das in Erinnerung hab, hauptsächlich davon oder habt davon gelebt, dass ihr halt immer in Gruppen von so 10 bis 12 Leuten halt dieses funktionelle Training anbietet. Und das ging ja dann ab März, ihr seid ja, glaube ich, in Österreich auch schon vor uns mit dem Lockdown betroffen gewesen, auf einmal gar nicht mehr. Wie war das für dich? Dieser Moment. Wir haben das so ein bisschen kommen sehen. Unser Vermieter ist, also wir sind in so ein Hotel mit eingemietet und ich hatte eigentlich so, ich glaube schon wirklich 6 Wochen vor dem Lockdown immer wieder so, alle 2, 3 Tage war ich mal bei ihm drüben und er saß die ganze Zeit vor seinem Rechner und hat sich so die Zahlen angeschaut in Asien und irgendwelche Flugrouten und so weiter und meinte immer wieder, ey Phil, das wird noch richtig dicke, das wird uns noch ganz schön erwischen. Und das einfach so alle 2, 3 Tage. Deswegen haben wir das irgendwie alle so ein bisschen kommen sehen. Und ich muss sagen, wir haben unseren Mutausbruch gehabt schon 4 Tage vor dem offiziellen Lockdown in Österreich. Das heißt, wir haben am Donnerstag, Sonntag war bei uns die offizielle Lockdown-Bekanntgabe, haben wir gesagt, haben der Krio und ich uns vor die Kamera gestellt und haben gesagt, hey Leute, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir machen den Laden jetzt dicht und ja, schauen mal, was passiert. Haben Ach. aber direkt, ja genau, also 4 Tage vorher haben wir aber direkt für den ersten Tag schon unsere erste Online-Trainingssession bei Instagram angekündigt. Ich glaube, die Session war jetzt auch noch lange zum Anschauen bei YouTube zur Verfügung, hatten glaube ich mittlerweile so 6.000, 7.000 Klicks auf die Session. Wow, geil. Genau, und das war so
unser Lockdown-Pandemie-Start. Also es hat uns nicht so krass geschockt, muss ich sagen. Wir haben sehr, sehr schnell reagiert. Und ja, weil du sagst, also die Gruppe ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das hat sich in diesem vergangenen Jahr auch nochmal krasser herauskristallisiert, wie wichtig die Gruppe ist. Aber wir haben natürlich auch Personal Training, Physiotherapie, also 6 selbstständige Physiotherapeuten in unserem Team. Da war schon Angst und vor allem Unbehagen natürlich bei uns allen schon noch da. Respekt, würde ich sagen. Ja. Angst nicht. Was hast du dann in dem Moment, also wenn du jetzt auch so zurückblickst, was hast du gemacht, um diese Angst so ein bisschen zu nehmen oder um da den Optimismus im Team beizubehalten? Weil du bist ja schon so der Kopf vom Team, oder? Also auch die Physios, klar, die sind ja, wie du gerade sagst, so selbstständig, aber so die Brand Base 5, da sind ja du und die Tammy die Köpfe von. Ja, was habt ihr getan, um die Motivation da oben zu halten? Ja, ich glaube, also Tammy und ich grundsätzlich, die Tammy ist ja seitdem die kleine Maus auf der Welt ist, nicht mehr operativ so mega viel dabei. Die schaut, dass hintenrum alles läuft, dass vor allem ich sehr, sehr viele Freiheiten habe und meinen Kopf sehr frei habe für das, was letztendlich beruflich momentan zählt. Ja. Und wir haben mega Team, also die Base 5 Crew, unser Team, das hat von Anfang an funktioniert. Also da hat niemand den Kopf in den Sand gesteckt. Da haben alle gesagt, okay, machen wir so, wir haben sehr, sehr viele Meetings am Anfang gemacht, also über Zoom, wo dann klar war, okay, der Lockdown ist da. Wir haben bei den Physios, auch wenn sie selbstständig sind, die gehören voll zu unserem Team mit dazu. Wir haben die versucht natürlich auch ein bisschen zu beruhigen, haben da auch geschaut, hey, welche Lösungen können wir finden? Und ich glaube, der wichtigste Aspekt war, dass wir einfach als Team extrem stark zusammengehalten haben. Das hat sich auch in dem ganzen letzten Jahr irgendwie dann so weiter durchgezogen. Es waren ja viele Ups und Downs für uns alle weltweit. Und die haben alle einfach bombastisch mit an einer Leine gezogen, muss man sagen. Und ich glaube, das Wichtigste war, dass wir gleich die Ärmel hochgekrempelt haben, dass wir nicht geschaut haben, boah, und jetzt, wann kommt die erste Förderung oder Ja. ja, ne, also wer hilft uns jetzt? Förderungen waren uns von Anfang an erstmal wurscht, oder wir haben gesagt, wenn wir den Karren jetzt hier nicht durchziehen, dann wird es der Staat sicher auch nicht tun. Ja. Also haben wir erstmal nur geschaut, dass wir einfach unsere Community vor allem auch damit ins Boot holen. Also wir wollten auch die sein, die wirklich für unsere Trainingsteilnehmer einfach da sind, für die Patienten da sind, die ihnen auch in dieser Situation einfach nicht nur sportlich zur Seite stehen, sondern auch für den Kopf. Und ich glaube, das hat sehr, sehr gut funktioniert auch. Sehr geil. Ihr habt ja dann zwischenzeitlich echt euer Wohnzimmer eigentlich zur Trainingslocation gemacht, um dort die Videos zu drehen, oder? Ja, echt krass. Also ich muss sagen, ein Hoch darauf, dass ich darauf bestanden habe, mir das neue iPhone zu kaufen. Wir haben Stative versucht zusammenzusuchen. Die waren ja relativ schnell alle ausverkauft. Und die haben wir dann letztendlich so auf uns Trainer verteilt und haben dann geschaut, dass jeder einfach das Ganze haben die teilweise dann auch hin und her gebracht noch. Haben geschaut, dass einfach jeder von zu Hause aus gut trainieren kann. Die einen im WG-Wohnzimmer, wir haben das Kinderzimmer von Nala quasi umgebaut. Das war dann eben unsere Trainingslocation. Wo war Nala in der Zeit? Die hat dann bei uns im Schlafzimmer geschlafen. Gefällt ihr eh am besten. Ja, der Kri hat die Gartenlaube, wo die Sauna oben drin ist, umgebaut quasi und hat da die Einheiten gemacht. Und ja, so hat jeder einfach von zu Hause aus wirklich von Anfang an Vollgas gegeben, wo einfach wirklich klar war, okay, wir dürfen eigentlich nicht raus oder wir dürfen auch nicht zur Arbeit quasi. Ja. Irgendwann sind wir dann schon umgestiegen und haben das dann auch aus der Base gefilmt, weil das ja der Weg zur Arbeit ja möglich war. Ja, super krass. Was waren da so die krassesten Momente, also so im Sinne von, wo du gedacht hast, wo du entweder mega stolz warst oder wo du auch mal gedacht hast, boah, ich weiß nicht mehr, was wir noch machen sollen. Ich glaube, du kennst das. Bei uns allen ist das irgendwie ähnlich. Das kommt in so Wellen und manchmal kommen die Wellen mehrmals am Tag, wo man denkt, alles cool, mega nice. Und 10 Minuten später denkst du, Scheiße. Und das merken auch manche Leute natürlich. Also bei mir ist das auch, ich kann da auch nicht großartig verstecken, will ich auch gar nicht oder irgendwie spielen. Also da war natürlich schon, da gab es schon Momente der, vielleicht nicht der Angst, aber so ein bisschen der, ja, Ungewissheit natürlich. Ja. Die Momente waren aber sehr, sehr kurz, muss ich sagen. Also wir haben wirklich jede Woche oder zu jeder Woche haben wir versucht, irgendwas Neues einzubauen. Das heißt, uns wurde wirklich nicht langweilig. Also
Wir hatten hier im März, April im ersten Lockdown Bombenwetter. Das war, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute auch sehr wichtig, für die, die zumindest einen Garten oder einen Balkon haben. Das heißt, ich war trotzdem den ganzen Tag irgendwie drin am Rechner, habe mir Sachen überlegt, wir haben E-Mails geschrieben, wir haben ganz, ganz viel mit der Community kommuniziert, im Team kommuniziert und haben uns, wir hatten einfach wenig Zeit oder ich hatte eigentlich keine Zeit zum Nachdenken, so richtig. Also nicht zum Hinterfragen. Ah, okay. Und gab es dann mal so eine Zeit, wo du ein bisschen reflektieren konntest, oder war die bisher noch nicht? Doch, doch, die kamen jetzt vor allem am Jahresende. Die kamen auch so zwischen den einzelnen Lockdowns, wobei da auch nicht so richtig, weil da mussten wir ja auch immer sehr, sehr viel reagieren. Also es gab Zeiten, da war es offen, da hast du eigentlich gedacht, okay, alles ist cool. Aber wir mit unserem Format, 12 Leute auf einem sehr, also man muss sich vorstellen, unsere Trainingsfläche, du kennst es ja, hat 80 Quadratmeter. Da trainieren normalerweise 12 Leute. Das kann man sich ja so noch nicht mal vorstellen, wenn man nur die Zahlen hört. Ja. Funktioniert aber sehr, sehr gut. Und dann hatten wir natürlich Einschränkungen, dass wir nur noch mit 4, 5, 6 Leuten trainieren konnten. Also zwischen Instagram Live und vor Ort trainieren war, dann sind wir auf Zoom umgestiegen. Dann hatten wir quasi so eine Hybridlösung. Das heißt, ein Trainer hat 4, 5 Leute vor Ort betreut, gleichzeitig noch mit Leuten online trainiert. Und da haben wir schon sehr, sehr viel versucht. Wir haben dann die Terrasse von unserem Vermieter vom Hotel im Sommer umgebaut zu einer Outdoor-Trainingsfläche, weil wir draußen trainieren konnten. Das heißt, wir hatten eigentlich über das ganze Jahr wenig Zeit zum Reflektieren und das kam jetzt so am Ende des Jahres, wo wir schon auch dann so eine kleine teaminterne Weihnachtsfeier beisammensein irgendwie gemacht haben, wo wir dann auch mal wirklich reflektiert haben und dem Team auch nochmals deutlich gemacht haben, wie wertvoll das war, wie gut wir zusammengehalten haben, wie gut wir gearbeitet haben. Und ich glaube, das kam erst, muss ich sagen, aber so richtig lange reflektieren, da war nicht die Zeit, da ist auch nach wie vor nicht die Zeit, weil wir einfach, wie bei euch auch, nicht wissen, was nächste Woche, übernächste Woche ist. Und dementsprechend wieder schauen, wie können wir es unserer Community, wie können wir auch neue Leute gewinnen, so schön wie möglich machen. Ja, macht ihr ja auch super viel. Ihr habt ja jetzt, glaube ich, habt ihr das Online-Training jetzt richtig fest integriert mittlerweile? Also so, dass ihr das auch weitermachen werdet, wenn diese ganze Zeit wieder vorbei ist? Ja, also wir haben nach dem ersten Lockdown, da war, glaube ich, überzeugt davon als alle anderen vom Team, habe ich schon gesagt, ey, das wird der Bestandteil bleiben, das machen wir definitiv weiter. Du hast dann gemerkt, so nach dem ersten Lockdown, wo wir rausgehen durften und so weiter, da war die Motivation, Online-Sessions zu machen. Wo es dann Richtung Herbst ging, war klar, okay, die Motivation ist nicht so krass da. Und da haben wir uns eine Aktion überlegt, die in erster Linie dem galt, dass wir wirklich auch das Team wieder mehr motivieren und ihnen quasi Lust auf diese Online-Sessions machen und haben quasi im November einen kompletten kostenlosen Monat rausgehauen. Wir hatten irgendwie 450 externe Leute, die sich dafür für diesen Monat angemeldet haben, kostenlos. Unsere Community hat ihre Einheiten quasi gut geschrieben bekommen jetzt fürs nächste Jahr. Und da war auf einmal ein krasser Betrieb. Wir hatten Trainingseinheiten mit 60, 70 Leuten. Wir haben jeden einzelnen Neukunden angerufen und haben uns denen vorgestellt, haben Ziele besprochen. Und da war so viel Action auf einmal, dass jeder auf einmal wieder richtig Bock hatte auf Online. Und das Feedback zu den Online-Kursen ist mega, also richtig gut. Wir legen auch irgendwie, versuchen da jeden Monat wieder ein bisschen was Neues mit einzubauen. Wir fordern extrem viel Feedback auch ein und bekommen auch sehr, sehr viel. Und ja, Online ist definitiv quasi unsere dritte Filiale nach Innsbruck-Völs. Haben wir jetzt dann das Thema Online definitiv 365 Tage mit an Bord, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Habe ich auch richtig Bock drauf und wir wollen auch die Möglichkeit bieten, so eine Online-Plattform zu schaffen, wo man live trainieren kann, wo man auch vielleicht Sessions on Demand machen kann, wenn man es irgendwie zeitlich doch nicht hinkriegt. Wobei wir wirklich sehr flexible Trainingszeiten haben, also von morgens früh bis spät abends, 7 Tage die Woche. Aber für manche ist dann doch besser, wenn sie es irgendwie sich selber einteilen können. Das heißt, auch da gehen die Gedanken schon hin. Ja, richtig cool, dass ihr so viele Ideen hattet. Was bezeichnest du so als den größten Mutausbruch? War das der, was du am Anfang erzählt hast, dass ihr schon vor Lockdown quasi die Verantwortung übernommen habt und den Laden geschlossen habt? Oder gab es noch einen, der so oben auf der... Ja, also ich glaube schon, dass das tatsächlich am Ende der größte war. Wir hatten echt viele, glaube ich. Wir haben auch echt viele Sachen gemacht. Wir haben eine richtig coole Sache war Ostern zum Beispiel.
Das war auch richtig cool. Da haben wir an die ganze Community, die halt in Innsbruck und im Raum Innsbruck lebt. Also wir sind wirklich auf 30, 40 Kilometer mit dem Auto gefahren. Wir haben, glaube ich, 350 Eier gekocht in der Hotelküche, haben 350 Eier bemalt. Also gekocht haben wir wahrscheinlich 450, 100 sind kaputt gegangen. 350 haben wir bemalt, haben dann die in kleine Tüten verpackt, so eine kleine Mini-Black Roll dazu und sind zu jedem Mitglied nach Hause gefahren und haben die entweder geklingelt und abgegeben und dann quasi über die Türschwelle kommuniziert oder draußen am Zaun gestanden und mit ihnen noch ein bisschen gequatscht. Da haben sich teilweise echt lange Gespräche auch entwickelt. Hat man wirklich gemerkt, die Leute hatten schon lange keine Leute mehr keine anderen Leute mehr so zum Reden oder haben es vor die Tür gestellt und das war mega eigentlich. Also das waren, glaube ich, so die zwei krassesten. Also auch das Feedback, was da kam, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie die Leute da auch, ja, die standen teilweise ungläubig vor uns, gell? Die haben Glaube das nicht voll. gepackt. Also, das war auch ein mega, mega Ding, ja. Ja, es ist ja super spannend. Also man hört ja, ich meine, in der Fitnessbranche hört man ja viel. Es ist ja eigentlich jeder Zweite, den man kennt, in irgendeinem Fitnessstudio oder sowas angemeldet. Und ich habe über dieses Jahr so viele verschiedene Sachen gehört. Also von irgendwie Leuten, die einfach relativ, ich sag mal, resigniert gesagt haben, okay, komm, du kriegst deinen Beitrag wieder und wir sind jetzt halt nur mal über die Zeit zu und dann weiter gar nichts getan haben und das aller oder dann Dinge, das fand ich eigentlich noch am allerschlimmsten, so ja, wir machen halt das jetzt einfach mal so ein bisschen lieblos wirklich auf Video und nee, du kriegst natürlich auf gar keinen Fall Geld wieder. Wir haben ja eine Videosession und das ist ja ist ja ein Ausgleich, aber man hat, also ich habe so oft gehört, dass die Leute gesagt haben, es ist ja schön, dass die Video machen, aber dass irgendwie kein Herz drinne und irgendwie komme ich da mit diesen Videosessions überhaupt nicht klar, weil ich weiß nicht, weil sie sich zum Beispiel keine Gedanken darüber machen, dass ich die Geräte zum Beispiel alle nicht zu Hause habe, dass nicht jeder von uns, weiß ich nicht, Hanteln und was man alles so braucht, da hat. Und da kann ich mir super gut vorstellen, dass gerade solche Dinge wie das, was ihr da ja auch gemacht habt mit den Ostereiern, einfach so dieses, hey, ich zahle da ja auch weiter mein Geld, wovon ihr ja irgendwie leben könnt, meine Monatsbeiträge, aber hey, ich kriege auch richtig viel dafür zurück und ich merke einfach, ihr kämpft dafür. Das, wenn ich mich so umhöre, hat das, glaube ich, bei vielen Fitnesseinrichtungen gefehlt. Ja, denke ich auch. Also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe, wo sich jetzt auch so dieser ganze Fitnessmarkt wahrscheinlich so ein bisschen spaltet. Du hast auf der einen Seite das Thema Sportstudios, oder? Wo wirklich viele sind, die machen einen Megajob, wo aber auch ganz, ganz viele sind, denen es wichtig war, dass du deinen Vertrag unterschreibst und am besten nicht kommst, damit du die Geräte nicht schmutzig oder kaputt machst. Da war unser Ansatz halt immer schon ein anderer. Also wir haben schon immer gesagt, hey, wenn jemand jetzt einen Vertrag hat, aber er kommt nicht mehr, dann telefonieren wir definitiv hinterher und legen ihm, wenn wir ihn nicht motivieren können, legen wir ihm definitiv auch nahe den Vertrag, dass wir den einfach auflösen, weil was bringt uns ein stiller Kunde, der einfach nur zahlt? Nichts in meinem Verständnis, in dem, was wir machen wollen. Dann an sich dieses Community-Thema überhaupt, gell, dass wir halt immer schon versucht haben, sehr eng, sehr freundschaftlich, sehr familiär mit unseren Teilnehmern zu sein, für sie da zu sein. Und da zählt halt auch so ein, würde ich auch sagen, ein sehr wichtiger Mutausbruch. Kommt mir jetzt aber auch gerade erst, wo du es sagst. Ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, dass alle Fitnessstudios und so ringsrum in Innsbruck ist ja relativ klein mit 130.000 Einwohnern, sehr komprimiert, aber super viele Fitnessstudios. Und rechts und links neben uns, die haben alle gesagt, sofort gingen irgendwie die Nachrichten raus, ihr kriegt natürlich sofort eure Beiträge gut geschrieben und ihr braucht nicht zahlen und wir zahlen Du bist gerade. lange Phil, Gedanken gemacht. du musst Hörst du nochmal mich? in der Zeit nochmal sagen, du warst irgendwie weg. Ah, shit, okay. Die Fitnessstudios haben halt ihren Kunden direkt gesagt, dass sie nicht zahlen müssen und dass sie die Beträge auch sofort wieder zurückbuchen. Und das war eigentlich so für mich am Anfang absolut unverständlich, weil ich habe sofort gesagt, hey, wir müssen es schaffen, dass unsere Teilnehmer weiter bereit sind zu zahlen. Da müssen wir alles für tun, weil wenn wir jetzt einmal aussetzen und wer weiß, wie lange das geht, und ich mache das ist jetzt ein Jahr, das fördert kein Mensch, das geht sich nicht aus, das funktioniert nicht, dann sterben wir, also dann sind wir weg. Und das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir einfach gesagt haben, und so sind wir auch, da sind wir auch ganz offen in die Kommunikation gegangen, haben Newsletter geschrieben, wo wir wirklich gesagt haben, hey, wir sind für euch da, aber wir brauchen euch jetzt genauso. Wir brauchen letztendlich eure Beträge, weil sonst können wir unser Team nicht halten. Wir können ja einfach die Miete nicht mehr weiterzahlen. Wir können einfach da nicht so weitermachen. Die Base wird es dann einfach nicht mehr geben nach dem ganzen Ding. Und wir haben tatsächlich drei Mitglieder verloren,
die einfach selber ihre Jobs verloren haben und halt nicht zahlen konnten, wo wir natürlich sofort aufgelöst haben. Wir haben nach dem ersten Lockdown eigentlich mehr Mitglieder gehabt, als wir vorher hatten. Wow. Ja. Bist Ja, du das denn? schon. Boah, krass. Also ich bin ja, ich habe keine Ahnung, ne? Aber du bist ja wahrscheinlich auch ein bisschen in der Fitnessbranche vernetzt. Ich kann mir vorstellen, dass das definitiv nicht der Durchschnitt ist, oder? Also, oder nicht die Regel ist. Nee, also definitiv nicht. Ich habe sehr viel, also ich war auch sehr, teilweise war ich wirklich erschüttert auch über die Resignation von sehr, sehr vielen Fitnessanbietern, auch großen Fitnessanbietern. Also ich weiß, da kann man uns jetzt natürlich nicht mit vergleichen, vergleiche ich uns auch nicht mit vom Angebot, aber McFit zum Beispiel hat es auch geschafft. Also die sind mit 2 Millionen in die Pandemie rein und mit 3 Millionen raus. Also aus der ersten Lockdown-Phase nach einem halben Jahr, wie auch immer. Aber sonst ganz wenige. Also Fitnessstudios schon gar nicht. Glaube ich, die werden auch noch richtig leiden, weil ich kann mir vorstellen, dass viele auch nicht mehr so zurückgehen. Da habe ich jetzt auch schon einige Berichte und Studien gelesen, wo die Teilnehmer sagen, sie gehen nicht mehr zurück. Studios, wo die Betreuung einfach gut ist, wo es auch so ein familiäres Umfeld gibt, egal wie groß, die glaube ich schon. Und das ist einfach der Key letztendlich, die Betreuung. Das ist nahe zu den Kunden zu sein, dass die Trainer sich einfach gut mit den Leuten auseinandersetzen, dass du einfach nicht nur dieses Gefühl hast, okay, die wollen unser Geld, aber die Gesundheit ist ihnen eigentlich scheißegal. Und ich glaube, das ist das Spannende. Da gibt es nicht viele. Nee, wir haben tatsächlich, wir sind auch noch jung, aber wir haben tatsächlich 25% Wachstum im Jahr Boah. 2020. Ja. Wie geil ist das denn hier? Schreibt Platini, schreibt gerade, sie möchte jetzt auch der Base 5 treten. Base 5 Fight. Ja, gerne. Wir haben Da gerade geht's um einen Test-Special. Fragen. Ja, voll. Mega geil. Also ist ja unglaublich. Also wusste ich ja tatsächlich auch noch nicht, aber herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das beweist ja so sehr, dass echt dieses Herzblut, und das merkt man ja bei dir nicht nur heute, ich kenne dich ja schon ein bisschen, und auch bei deinen anderen Kollegen so viel ausmacht, und auch ja dieses Familienunternehmen, oder ne, dieses, ja, was du auch gesagt hast, diese Bindung, super stark. Voll schön, dass die Mitglieder das auch so wirklich so wertgeschätzt haben, und auch vor allem die Neuen. Richtig geil. Ja, voll. Genau. Also die Neuen. Wir haben wirklich Leute aus Deutschland dazu bekommen, die jetzt noch dabei sind, die nach dem ersten Lockdown oder im ersten Lockdown zu uns gekommen sind, die jetzt noch dabei sind. Wir haben Leute aus Italien, Südtirol, aus Nähe Gardasee dazu bekommen, eine aus Kopenhagen. Also mega Ach was. spannend auch, wo die Leute herkommen, wie Das sie uns heißt gefunden Base 5 haben. Goes International quasi. Ja, worldwide, ja, Geil. definitiv. Das ist ja richtig Genau. nice. Sorry, ich muss dir gerade irgendwie mein Handy anschließen. Ich weiß auch nicht, warum der Akku hier heute den Geist aufgibt. Aber das ist ja richtig geil. Ja, gut. Hättet ihr wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass ihr so schnell international geht. Nee, definitiv nicht. Also da hat uns natürlich diese ganze Digitalisierungswelle schon auch in die Karten gespielt, wie vielen anderen ja schon auch. Ja. Aber da, ja, da mussten halt auch alle mitziehen. Ne? Ich glaube, das hast du auch oft natürlich bei Firmen, dass wenn einfach nur einer will und die anderen ziehen nicht mit, dann bleibst du halt genauso hängen und stecken. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, wenn auch nur einer aus dem Team dagegen geschossen hätte oder zwei, drei, dann hätte das nicht so funktioniert. Und die waren trotz Kurzarbeit, wobei das auch bei uns in Österreich sehr, sehr gut und sehr stark von Anfang an weg kommuniziert wurde und gemacht wurde, fand ich. Also da war politisch gesehen, fand ich das grandios, die erste Zeit, wie das umgesetzt wurde, muss ich sagen, haben alle voll an einem Strang gezogen. Das war echt mega. Ist Ja. mega. Ja, mega cool. Jetzt kommt ja auch die Frage, wie viel die Online-Mitgliedschaft kostet. wir haben, das war auch ist so ein bisschen unsere Schwierigkeit gewesen, die es zu lösen galt über die ganzen Monate, weil wir wussten ja, okay, wir haben, unsere Mitgliedschaft ist nicht günstig, also du kannst das nicht mit einem Fitnessstudio vergleichen, weil halt eben kleine Gruppe immer betreut und man trainiert nicht einfach so zu jeder Tageszeit, sondern immer nur in Kursen. Und wir mussten halt bei den neuen Mitgliedschaften auch einen guten Weg finden, dass jetzt nicht bestehende Mitglieder auf einmal mehr zahlen für das gleiche Angebot wie neue Mitglieder. Das heißt, wir haben das am Anfang so gemacht, dass wir einfach die normalen Preise wie vor Ort verlangt haben, weil ja alle online trainiert haben. Und jetzt seit November gibt es eine Online-Mitgliedschaft, die kostet aktuell 79 € im Monat. Du kannst dreimal die Woche trainieren. Wir haben noch morgens und abends so eine Routine, die wir online mitmachen, also Morning- und Abendroutine, wo man sich einfach immer zu einloggen kann, wo auch ein bisschen durchbewegt wird, wo wir
so ein paar Mindset-Fragen machen und gemeinsam Ach, einfach in den Tag starten. Das gibt es jetzt ganz neu. Das ist quasi auch noch jeden Tag mit dabei. Und du kannst dann dreimal die Woche trainieren. Das ist ein monatlich kündbarer Vertrag für 79 Euro. monatlich Genau. kündbar auch noch, ist ja auch selten Genau. bei Fitnessstudios, Fitnesseinrichtungen. ja. Ja, genau. Das Ja. haben wir gesagt, das wollen wir jetzt bei dem Online-Thema natürlich auf jeden Fall machen. Normalerweise zahlst du bei uns 79 Euro, wenn du zweimal die Woche trainierst und einen 12-Monats-Vertrag hast. Genau. Das heißt, Ah, wir haben es jetzt okay. aber so gelöst, dass unsere Mitglieder auch ein Upgrade bekommen haben. Das heißt, sie trainieren auch dementsprechend dreimal die Woche bei dem Preis. Ah, okay, das Genau. heißt, das habt ihr dann Ja. sozusagen angepasst. Mhm, Ja. genau. Sau stark. So, ich gucke hier mal auf meinen Zettel, weil wir hatten, ich habe dir ja vorher schon gesagt, wir hatten echt viele Fragen drin. Und was ich auch unbedingt noch loswerden musste, in irgendeinem Buch habe ich das mal gelesen, dass da so schön, oder irgendwer hat das mal gesagt, dass halt Angst meistens ein schlechter Ratgeber ist und sozusagen die Liebe meistens wirklich der bessere Begleiter ist. Und ich finde auch, dass da muss ich irgendwie gerade dran denken, weil das zeigt irgendwie eure Geschichte gerade so sehr, dass die Liebe zu der Sache, die ihr halt macht und zu eurer Community und so weiter, euch halt all diese Ideen eigentlich vielleicht ein Stück weit gebracht hat oder euch zumindest diese Energie gegeben hat dafür. Und ja, die anderen, die vielleicht aus Angst schnell entschieden haben, okay, ihr kriegt die Mitgliederbeiträge wieder und so weiter. Ja, wer weiß, wie es denen heute so geht. Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Treiber generell. Das wurde jetzt nur einfach in diesem letzten Jahr so krass deutlich nochmal, ne? Dass, wenn du einfach nicht für das brennst, auch als Unternehmer, als Kopf des ganzen Themas, wenn du nicht dafür brennst, was du machst, wenn du nicht dein Team so bekommst, dass sie eigentlich genauso denken, dass sie das genauso lieben, dann hast du verloren. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wo sich jetzt ganz, ganz viel auch dreht in diesem ganzen Unternehmertum und so weiter. Ja, hoffentlich. Hoffentlich ist das Ja. was, was wir alle so mitnehmen. Und damit wäre es auch bei einer Frage: Was sind so die 2 bis 3 Dinge, wichtigsten Dinge, die du aus dieser Zeit für dich mitnimmst? Puh, die 2 bis 3 wichtigsten Dinge. Ich glaube, Team und Gemeinschaftsgedanke, dass man immer füreinander da ist, egal ob das sehr nahe Personen sind, also jetzt Mitarbeiter oder auch eigentlich ferne Personen, die man selten sieht, die aber irgendwie deine Kunden, dein Klientel sind, dass man wirklich immer für die da ist und auch ehrlich für die da ist. Und dass man sehr viel rechts und links schaut und dass man wirklich versucht, die Zeit so effektiv wie möglich zu nutzen. Ja, Würde ich super sagen. stark. Ja. Auch eine Frage, die noch kam, war das Thema, also muss jemand gewesen sein, der dich auch ein bisschen kennt und weiß, dass du ja auch eine kleine Tochter noch hast, wie das Ganze so war, gerade auch im Lockdown, du hast ja vorhin schon erzählt, dass Nalas Kinderzimmer dann auch so umfunktioniert wurde. Viele haben ja auch im Lockdown erzählt, sie hatten dann sozusagen fast ja auch ein bisschen gezwungen, sozusagen plötzlich sehr viel Zeit mit und für die Familie und haben das auch genossen. Wie war das so für dich, als ja auch noch relativ frischer Papa, sage ich mal, so alt ist Nala ja noch gar nicht, das alles unter einen Hut zu kriegen? Ja, wäre ohne Tammy und ohne meine Schwester Alana nicht gegangen. Alana wohnt, ich sehe eigentlich hier ihren Balkon, wenn ich aus unserem Fenster rausschaue, also die wohnt hier ums Eck, ist allerdings aus ihrer WG in der Anfangszeit ausgezogen im ersten Lockdown und hat bei uns gewohnt. Das heißt, der Trainingsraum war Alanas Schlafzimmer und unser Trainingsraum. Und die hat sich einfach im Wechsel letztendlich mit Tammy war mega viel und mega gut um Nala gekümmert, was halt mega schön war, dass hier eben das Wetter so gut war, wir einen kleinen Garten haben, und dass ich so einfach auch Zeit hatte, mich noch mehr diesem Arbeitsthema zu widmen. Das war, glaube ich, für die Entwicklung auch enorm wichtig, fürs Team enorm wichtig. Für Nalas Entwicklung war das mit Tammy und Alana natürlich extrem wertvoll. Für uns als Familie war es schon auch eine harte Zeit. Also Tammy hat da schon auch wahnsinnig viel eingesteckt, und wahnsinnig viel von mir einfach ferngehalten. Und ohne das hätte es nicht funktioniert. Also Familie ist bei mir schon definitiv zu kurz gekommen. Also ganz klar. Okay. Und ist das was, was du dir jetzt fürs also was du dir jetzt fürs neue Jahr irgendwie vornimmst, anders zu machen? Oder wie ist der, ja, wie gehst du jetzt so ins neue Jahr? Welche Pläne hast du insgesamt auch? Ja, was erwartet ein zweites
ein zweites Kind Ja, so schön. wird uns im Mai hoffentlich sehr glücklich machen. Und ich habe schon, glaube ich, auch in diesem letzten Jahr eine Entwicklung dahin gemacht, dass ich weiß, okay, der Laden muss einfach, es ist nicht mehr immer nur noch ein Abenteuer, sondern das muss einfach auch wirklich laufen. Das heißt, ich denke schon auch ein bisschen Zahlen und zielorientierter als vielleicht noch vor einem Jahr, um auch wirklich diese, weil ich brauche einfach die Rückmeldung, dass es läuft. Ich muss wissen, es läuft auch finanziell und es läuft in die richtige Richtung, um den Kopf zu haben und zu sagen, okay, jetzt gehe ich mit der Kleinen mal auf den Berg, eine Runde Snowboarden oder Skifahren, was wir die letzten Tage des Öfteren machen konnten. Und das soll definitiv mehr werden. Also es ist mir ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir schon auch ein sehr hohes Ziel, Team intern fürs nächste Jahr, wie wir uns mit der Base entwickeln wollen, dass wir einfach, ja, auch, und dass ich auch vor allem entspannter an die ganze Sache rangehe und auch mal früher sagen kann, okay, jetzt gehe ich dann doch heim oder ich gehe später hin, um irgendwie noch mit der Kleinen entspannt zu frühstücken oder Mittag zu essen. Und das ist auf jeden Fall das Ziel, aber Unternehmer, mega, also das fällt mir mega schwer. Ich glaube, wenn es mir nicht schwer fallen würde, dann wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Aber das muss ich definitiv lernen. Das ist das, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe fürs kommende Jahr, für die nächsten Jahre. Ja, ist ja quasi drei Kinder und eine Frau, um die du dich kümmern darfst. Genau, ja, genau. Ja, sehr, sehr cool. Ja, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass auch so viele dabei sind. Stellt gerne eure Fragen zwischen rein. Wir beantworten gerne. Also haut auf jeden Fall gerne alles raus. Ich schaue mal gerade, was wir noch haben. Genau, jemand hat tatsächlich auch nochmal so nach Tammy gefragt, welche Rolle sie in diesem Jahr stark hatte. Du hast schon gesagt, dass sie ja viel vor allem dir auch den Rücken freigehalten hat, aber sie war ja trotzdem auch in der Base aktiv, oder? Ja, definitiv. Also sie hat mir den Rücken freigehalten. Sie hat so gut sie konnte sich eingebracht letztendlich, was natürlich echt mit so einem kleinen süßen mit so einer kleinen süßen Löwe noch dabei nicht immer einfach ist. Aber das hat sie mega gemacht. Wir haben was entwickelt, wo wir wahrscheinlich sonst auch nicht hingekommen wären. Und zwar hat sie online Mama und Mama-to-be-Kurse in unser Programm mit eingebaut, was extrem wertvoll ist, wo wir auch oder wo sie auch echt super Feedback bekommen. Das heißt, da können Schwangere gemeinsam mit ihr trainieren. Sie macht auch dann quasi so Rückbildungskurse, ein bisschen mehr im Base 5 Tummy Style. Also jetzt nicht einfach nur ein bisschen atmen und alles ist wieder gut, sondern Ja. wirklich auch, dass man wirklich schaut, dass wir intensiv oder dass die jungen Mütter intensiv wieder ins Training zurückkommen können. Da waren jetzt die ersten, die quasi ganz frisch in die Mama-to-be-Kurse eingestiegen sind, sind mittlerweile schon in den Mama-Kursen. Das heißt, die kleinen Ja, ich Kinder sind glaube, auf der eine Welt. schreibt hier gerade. Ja, Feedback ist mega. Ich glaube, es hat sogar schon, die eine ist schon von ihrer Ärztin beglückwünscht worden, dass man merkt, dass sie so gut trainiert hat in ihrer Schwangerschaft, weil die Ach, Bauchdecke wow. quasi schon wieder komplett zu ist. Also, das Feedback ist mega. Ich glaube, das tut ihr auch sehr, sehr gut. Wir haben den Ernährungsbereich mit angekurbelt. Wir haben so kleine Nutrition Talks gehabt, da stand hier der Tisch voller Laptops, wo dann Sven und Tami zum Beispiel saßen und haben Fragen und Antworten zu dem ganzen Ernährungsbereich abgegeben für alle, die sich da eingebucht haben. Und ja, hat Das ist sich dann da. auch noch eine zusätzliche Part sozusagen für die Community, dass ihr solche Ernährungsdinge anbietet. Genau, das hatten wir. Also Ernährungscoaching an sich bieten wir mit an in der 1:1-Betreuung, was online Okay. manchmal sogar besser funktioniert als vor Ort, waren so die ersten Learnings daraus, weil man sich manchmal dann doch noch mal ein bisschen mehr öffnen kann. Aber wir haben es auch in der Gruppe angeboten, genau. Also wir haben so Q&A, Prehab-Talks gemacht mit unseren Physios, eben mit den Ernährungscoaches, wo dann jeder sich einfach Freitagabend war, das meistens einloggen konnte. Oder jetzt hatten wir auch ganz jung für Mamas und Schwangere was, wo dann auch unsere Logopädin mit dabei war, die wir jetzt mit neuem Team haben. Es war mega Oh, spannend, wo wow. einfach die Leute viel fragen können, wo halt Bewegung und die ganze Entwicklung auch viel mehr thematisiert wird. Wir haben jetzt auch die ersten Kinderkurse finden diesen Monat statt für 8- bis 12-Jährige. Das heißt, wir stellen uns letztendlich nochmal deutlich breiter auf, was wahrscheinlich ohne Corona so noch länger gedauert hätte. Richtig stark. Richtig Ja. stark.
Oh, ich bin gerade voll, ich finde es gerade super krass, weil ich wusste ja, dass ihr viel gemacht habt, weil ich habe euch ja schließlich auch verfolgt und wir haben ja zwischendurch auch immer mal gequatscht, wobei es selten war dieses Jahr, weil wir beide einfach so, so voll waren. Das müssen wir auf jeden Fall auch wieder öfter machen. Ja. Aber super, mir war echt, also mir war nicht bewusst, wie viel da einfach hinter den Kulissen auch noch passiert und Innsbruck ist einfach zu weit weg. Also Phil, das Fazit ist auf jeden Fall, ist und bleibt, wir müssen in Kassel was aufmachen. Ja, wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Also wenn jemand eine Location hat, meldet euch. Vielleicht schaffen wir Ich werde auf jeden Fall ab was. sofort aktiv die Augen offen halten. Aber wir haben auch vor allem so im Firmenfitnessbereich sehr, sehr viel gemacht online. Also wir haben zum Beispiel ganz spannend eine große Unternehmensberatung schon im April mit dazu bekommen. Die trainiert heute noch zweimal die Woche mit uns online. Das heißt, das ist schon auch echt spannend. Also das Online-Training hat, und deswegen, ich lege es jedem nahe, der es noch nicht probiert hat, sich das einfach mal anzuschauen. Ihr könnt mir auch gerne danach schreiben und ich lege euch mal einen Testzugang an, dann könnt ihr euch einfach mal eine Einheit angucken. Es hat wahnsinnig viele Vorteile, egal ob arbeitstechnisch sich's besser in den Alltag integrieren lässt, weil man nicht die Zeit verliert, um irgendwo hinzufahren, oder ob man Familie zu Hause hat, die Kinder liegen vielleicht schon im Bett und man kann auch seine Trainingseinheit machen, ohne dass man Babysitter braucht. Also es hat wahnsinnig viele Vorteile und wir setzen tatsächlich auch ein bisschen Trainingsequipment ein. Wir haben da mit unserem Partner Blackroll auch wahnsinnig schnell einen super Deal gemacht, dass sich alle für einen 20% Rabattcode die Sachen nach Hause schicken konnten, lassen konnten und konnten quasi wirklich dann auch Trainingsequipment in die Einheiten integrieren, also so Gummibänder. Und das war wirklich oder ist super wertvoll und es geht wahnsinnig viel zu Hause auch. Geil, also jetzt sind hier auch im Übrigen nächsten Anfragen werden dann für Düsseldorf, siehst du vielleicht gerade. Ah, Und du krass. wurdest ja zwischendurch mit dem Team zum Essen eingeladen bei Krafts. Oh yeah, das machen wir. Ich weiß, Tim, ich weiß nicht, wie einfach das bei euch ist mit einem Tisch, aber die letzten Male, wo ich daheim war, war das nicht so leicht, einen Tisch bei euch zu bekommen. Ja, und Tim, nur ganz kurz, dann gehöre ich mit zum Team. Ich komme dann mit. Ich habe bei Tim, wir haben zweimal tatsächlich Gänse gegessen bei euch, Tim. Es war großartig. Tim hat im Übrigen heute zugesagt, er wird übernächste Woche tatsächlich auch hier dabei sein. Also für alle, die Bock Mega. haben, dazu zu hören, ich werde auf jeden Fall am Wochenende die nächsten Termine bekannt geben. Und die werden auch dabei sein, freue ich mich sehr drüber. Sehr geil. Genau, richtig cool. Ja, tatsächlich, ich scanne noch mal drüber, aber ich glaube, wir haben tatsächlich hier alle Fragen beantworten können. Wenn noch irgendwas fehlt, schreibt es gerne rein, kann ich nur noch mal sagen. Und Tim schreibt gerade, du musst ihn dann privat anschreiben. Ja, Macht er fast. wahrscheinlich Mach ich. wirklich. Du hast Mach Kassel ich. jetzt. Perfekt. Hast Sehr du noch schön. irgendwas, Phil, was du gerne loswerden willst oder irgendeine Geschichte, zu der ich jetzt nicht gefragt habe, die aber irgendwie auch Mut macht und deswegen hier hingehört? Nee, aber erzähl mal, wie bei dir der Stand ist. Du hast gesagt, es ist gerade entspannt. Wie sieht's denn aus? Ja, Das würde also mich bei uns, interessieren. ja, total gerne. Ja, bei uns ist es, also die Läden sind ja zu und wenn ich sage, es ist langweilig, dann ist es einfach bei uns so gerade so ein bisschen, wir machen natürlich auch irre viel im Hintergrund. Wir Ja, haben auch eben. jegliche Plattform, wo man irgendwie, ob es nun Facebook, Shops sind, eBay und, alles Mögliche gemacht. Wir merken, dass es in manchen Warengruppen auch echt gut funktioniert. Also wir haben tatsächlich täglich irgendwie Videoberatungen und all solche Geschichten. Aber das sind natürlich viel eher meine tollen Verkäufer und Berater, die da jetzt gefragt sind im täglichen Geschäft. Und so das hintendran, da haben wir auch im letzten Lockdown schon so viel aufgeräumt und gemacht und getan, dass wir jetzt manchmal, wir merken einfach, die Schreibtische sind tatsächlich so ein bisschen leer. Und ich bin tatsächlich gerade seit 2 Tagen auch erst an so einem Punkt, wo ich jetzt einfach gucke, was, also natürlich habe ich etliche Ideen, aber natürlich muss man ja auch so ein bisschen, oder will man so ein bisschen das Geld zusammenhalten und jetzt nicht irgendwie ja, irgendwas investieren, was jetzt, wo man so 50-50 dahinter steht, ne? Weil, also dafür ist das Risiko dann einfach gerade zu groß. Und jetzt muss man mal so ein bisschen schauen, was wir einfach jetzt noch tun. Ich bin sicher, dass uns da jetzt auch noch Sachen einfallen. Aber ich habe so die letzten 2, 3 Tage ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade genau in diesem Reflexionsmodus vielleicht so ein bisschen bin. Und vielleicht brauche ich jetzt mal so 2, 3 Tage, um mich so ein bisschen zu sortieren und dann wieder mit neuen Ideen auch rauszugehen. Also unterm Strich bin ich zufrieden, wie es läuft. Ich glaube, auch bei uns ist es zum Glück so, dass es besser läuft, wie vielleicht beim Durchschnitt der Möbelbranche, weil wir eben sehr, sehr viel machen. Aber ja, die
Ideenschnur geht gerade so ein bisschen aus. Ja, aber das ist ja auch eine sehr gute Phase und ich glaube, das muss man auch für sich selber immer wieder erkennen, dass man die Phasen, wenn die kommen, dass man die dann auch nicht auch nutzt und nicht nervös wird, glaube ich. Und das ist das Schwierigste. Also da tue ich mir ganz, ganz schwer auch. Also hatte ich auch heute wieder so die eine oder andere Phase, wo ich denke, so, ey, krass, man, wir sind Januar und irgendwie normalerweise im Januar kommen neue Verträge und Anfragen und so weiter. Also, aber der Jahreswechsel dieses Jahr ist ein anderer Jahreswechsel als letztes Jahr. Und der wird auch hoffentlich so nicht mehr sein, wie dies Jahr ist. Also ich glaube, dieses Neustart-Thema, das haben wir nicht. Und was ich auch immer wieder in unserer Community sage, was finde ich enorm wichtig ist, ist, das ganze Jahr ist, also so geht es mir, extrem an uns vorbeigerauscht, an uns vorbeigeflogen. Und ich glaube, der Grund ist letztendlich, entweder haben wir ständig geschaut, ey, was können wir noch machen, was können wir noch anbieten, was wollen wir noch machen? Oder wir haben uns versucht, von Pressekonferenz zu Pressekonferenz zu hangeln und haben halt einfach geschaut, ey, boah, nächste Woche und dann, was ist übernächste Woche? Und wir haben gar nicht mehr im Moment gelebt, oder? Und ich glaube, da müssen wir alle wieder hinkommen, dass wir, und das ist deshalb auch unsere Morning- und Night-Routine, die wir jetzt machen, wo wir wirklich sagen, hey, legt euch mal auf den Rücken, atmet durch und denkt mal an euren Tag, was waren heute eigentlich so, was waren cool? Weil als wir haben so eine kleine Online-Weihnachtsfeier für die Community angeboten über Zoom. War mega witzig, kann ich auch jedem empfehlen. Shoutout an Markus Appelt, den habe ich auch schon zuschauen gesehen eben. Der hat mich nämlich in seinem Video dazu gebracht, man soll auf jeden Fall eine Weihnachtsfeier machen. Wir haben das dann über Zoom gemacht, war richtig cool. Und haben da auch nochmal so eine kleine Dia-Show gemacht, wo wir eigentlich erstmal gecheckt haben, so krass, das Jahr, da war viel mehr als nur Online-Sessions und nur, keine Ahnung, Instagram-Live-Sessions, sondern wir hatten einen geilen Online-Outdoor-Trainingspark, wir hatten so viel Action, auch schon von Januar bis März dann eigentlich, was aber keiner mehr so richtig auf dem Schirm hat, weil man einfach nicht mehr im Moment gelebt hat, sondern immer nur in der nächsten Woche. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning für uns alle, vor allem auch so für uns, wo wir so viel arbeiten, viel denken, viel wollen auch, dass wir trotzdem abends einfach im Bett auch mal liegen und sagen, okay, ja, war heute nicht so beschissen, wie es sich jetzt gerade anfühlt, sondern eigentlich war es voll gut, voll viel erreicht. Und das ist schon ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ja, voll schön. Okay. Ich glaube, ich habe es gestern auch schon mal oder vorgestern schon mal erzählt. Wir haben das auch gemacht. Wir haben halt so ein Buch gemacht, so einen Jahresrückblick. Und es ist halt so dick geworden. Ich dachte, wir machen das so als kleines Weihnachtsgeschenk, weil halt das Jahr irgendwie von so vielen negativen Nachrichten und immer so vielen negativen Gefühlen begleitet war, dass wir einfach mal für uns alle aufschreiben, was wir eigentlich alle dieses Jahr geschafft haben. Und es war so viel, also es haben auch so viele Mitarbeiter dann zu mir gesagt, boah, Lena, das mal so schwarz auf weiß zu sehen, das war uns einfach gar nicht bewusst. Man hat es irgendwie, das war so schnell wieder weg, weil man halt schon wieder mit dem Nächsten beschäftigt war. Ja. Und ja, da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen innehalten und auch mal so ein bisschen gesund stolz sein. Ja, und sich auch mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das ist auf jeden Fall bei uns auch zu kurz gekommen dieses Jahr, ja. Ja, aber ist auch ganz klar, man muss sich nur dessen bewusst werden, glaube ich, und das einfach jetzt für die nächsten Wochen auch anders machen, weil wer weiß, wie lang es wirklich am Ende noch geht. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das, also mit Januar wird es nicht gegessen sein, mit Februar vielleicht auch nicht, März, April, dann irgendwann muss es auch mal wieder laufen. Ja, absolut. Anders, denke ich, aber... So lange müssen wir halt, oder das sehe ich halt auch als ganz, ganz wichtig bei uns an, haben wir vorhin ja auch schon gesagt, die Leute halt auch bei Laune halten, ne? Also bei Laune im Sinne von motiviert, weil es gibt ja auch viele Mitarbeiter, die sich dann eben doch mal Sorgen machen oder die vielleicht auch, weiß ich nicht, alleine zum Beispiel zu Hause sind oder so, wo es einfach irgendwie wichtig in meinen Augen ist, auch irgendwie eine Stütze zu sein und immer wieder irgendwie gut zu kommunizieren, damit es einfach nicht notwendig ist, dass die sich Sorgen machen und so weiter, ne? Also das ist im Moment auf jeden Fall ein großer Teil meiner Zeit. Und das mache ich auch, also gerne, ist ja freiwillig sozusagen, aber ich halte es einfach auch für wichtig. Ja, enorm wichtig. Und das ist auch, also wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? Also knapp 140. Ja, und das ist halt einfach auch schon mal eine ganz andere Nummer. Ne? Wenn ich unsere zehn habe in Summe, wo ich zur Not, wenn ich merke, okay, der hat jetzt falsch verstanden, was ich gesagt habe, dann fahre ich halt hin, klopfe an die Tür und sage, hey, sorry, war nicht so gemeint oder so. Weil ich, ne, die kenne ich alle, da weiß ich, die sind alle da und ich kann zu jedem sofort hingehen. Und bei so einer Größe ist ja das Thema Kommunikation nochmal viel krasser und nochmal viel wichtiger, wie es ankommt. Und das finde ich mega, dann damit auch so gut umzugehen, dass dann alle eben über das Jahr verteilt. Immer sind natürlich nicht alle happy, ist auch ganz klar, geht auch nicht. Aber dass da alle so gut wie möglich durchkommen. Und, War auch ein Learning, ne?
aus dem ersten Lockdown, dass wir dringend halt eine digitale Kommunikationsplattform brauchen, auf der alle drauf sind. Und eben nicht irgendwie so Warenwirtschaft, wo dann die Monteure vielleicht nicht dabei sind oder die man halt nur auf dem Computer hat und dann nicht zu Hause. Haben wir zum Beispiel auch dieses Jahr dann eingeführt und dafür natürlich auch ein bisschen Geld ausgegeben. War auch ein Mutausbruch bei uns auf jeden Fall. Und es ist jetzt super cool, dass wir das haben. Es ist wie so ein internes Instagram und da kann man irgendwie gut einfach mal einen Post absetzen, miteinander kommunizieren und dann macht das mega Spaß. Ja, cool. Mega. Genau. Und, aber hattet ihr das Ganze, hattet ihr, sorry, noch eine, hattet ihr das ganze Team auch in Kurzarbeit, oder? Ja, naja, fast. Ne? Also so die Monteure haben in der letzten Kurzarbeit, hatten wir genug Ware und konnten noch gut ausliefern. Ich hoffe, dass wir es dieses Jahr auch hinkriegen, dieses Mal. Es kommt drauf an, wie lang der Lockdown geht. Und so in den Büros haben wir halt viele so in 50% Kurzarbeit gehabt, ne? Weil einfach die Arbeit deutlich zurückgegangen ist. Klar, wenn wir nichts verkaufen, kommen auch keine Reklamationen zum Beispiel mehr, ne? Genau, aber ja, es waren, also 95% waren leider Gottes betroffen, ja. Und sind auch jetzt wieder betroffen, ne? Aber wir haben dann letztes Jahr tatsächlich auch einen Corona-Bonus Ende des Jahres noch gezahlt, weil wir gut aus dem Jahr rausgegangen sind und dann gesagt haben, okay, wir wollen da auch ein bisschen was zurückgeben. Wird man sehen, ob das dieses Jahr dann, also ich hoffe, dass es so eine Möglichkeit wieder gibt und hoffentlich wird das Jahr wieder so gut, dass man dann am Ende sagen kann, hey, cool, wir haben es zusammen rausgerissen und dann für jeden auch irgendwie einen Ausgleich schaffen kann. Aber für jetzt ist es natürlich toll, dass es das Instrument gibt, weil, wie du schon sagst, wir wissen nicht, wie lange es noch geht und nichts wäre schlimmer, wie wenn wir jetzt zu verschwenderisch sind und dann in 5 Monaten sagen müssen, so, liebe Leute, ihr wart zwar nicht in Kurzarbeit, aber dafür könnt ihr jetzt für lange Frist zu Hause bleiben. Ne? Das wäre auf jeden Fall ein Weg. Und da ist weiterhin mein Ziel, alle mit durch die Krise zu nehmen, alle 140. Und dafür werden wir jetzt erstmal alles geben. Ja, cool. Ja. So stark. Mega. Sehr schön. Phil, es hat mega Spaß gemacht. Danke für das super, super tolle Gespräch. Ich hoffe, du kriegst jetzt ein paar Anfragen. Ja, also ihr seid alle herzlich eingeladen. Meldet euch gerne. Ich schalte euch eine Session frei und dann gebt mal Gas. Sehr cool. Ich habe deiner Kollegin ja auch schon gesagt, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich muss nur gerade noch meinen einen Vertrag, der läuft jetzt, glaube ich, noch bis Ende vor und dann switche ich auf jeden Fall sofort. Freue ich mich schon drauf. Perfekt. Cool. Lass es dir bitte gut gehen. Grüß Tammy und die ganze Family, Alana, alle Innsbrucker und ich hoffe, dass es dieses Jahr irgendwann möglich sein wird, dass ich zu euch komme und mal wieder in der Base 5 trainiere. Ja, oder ich komme nach Kassel. Sehr schön. Das bitte. Danke, auch. Lena. Sehr, sehr gerne. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.